Eine Familie sitzt am Esstisch und der Sohn fragt, ob er eine Frage fragen darf. Papa antwortet, ja natürlich, frage nur. Der junge Mann fragt seinen Papa, Papa, wie viele Sorten von Brüsten gibt es? Der Papa ist ein wenig überrascht, aber antwortet, ja mein Sohn, es gibt 3 Sorten Brüste. Mit 20 hat die Frau Brüste, die wie Melonen sind, rund und fest. Mit 30 bis 40 sind die Brüste wie Birnen, immer noch schön, aber ein wenig hängend. Nach 50 sind die Brüste wie Zwiebeln. Zwiebeln? Fragt der Sohn. Ja, wenn du sie siehst, bringen sie dich zum Weinen, sagt der Vater. Diese Ausführung bringt Mutter und Tochter so weit, dass sie rot sehen, sodass die Tochter fragt, darf ich eine persönliche Frage stellen? Mama, wie viele Sorten Penisse gibt es? Mama ist etwas überrascht, aber dann sieht sie ihren Mann an und antwortet, ja, meine Tochter, ein Mann geht durch 3 Phasen. Mit 20 Jahren ist der Penis wie eine Eiche, stattlich und hart. Mit 30 bis 40 Jahren ist der Penis wie eine Birke, flexibel, aber zuverlässig. Nach 50 Jahren wird der Penis wie ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum? Fragt die Tochter. Darauf die Mama, ja, tot von der Wurzel und die Kugeln hängen dort nur zur Dekoration.